Hi und herzlich willkommen bei der Barschule Freiburg. Ich bin Tobi, euer Coach, und ich zeige euch heute, wie wir einen absoluten Klassiker in der Cocktailwelt zubereiten. Und zwar handelt es sich heute um den Negroni. Der Negroni ist ein Aperitif-Cocktail und ihr findet alle Zutaten darin, die wir brauchen für die Zubereitung, in unserer Start Something Aperitif-Cocktailbox auf www.liminto.de. Genau, dann fangen wir auch schon an mit der Zubereitung. Bevor wir anfangen, den Cocktail zuzubereiten, könnt ihr euch alle schon mal ein Whiskyglas oder auch Tumbler genannt nennen und einfach schon mal 2, 3 Eiswürfel eingeben. Als erster Schritt benötigen wir Martini Rosso. Hiervon brauchen wir 4 Zentiliter. Der gesamte Cocktail wird auch heute nicht geshakt, sondern direkt im Tumbler zubereitet. Im Fachjargon nennt man dieses Verfahren auch Building. Als zweiter Schritt Campari für die Orangen- und Bitternote. Und als letzter Schritt 4cl Gin. Wir arbeiten heute mit dem Berkshire. So. Nachdem wir alle Zutaten jetzt in den Drink eingegeben haben, diesen jetzt einfach so bis 15 bis 20 Sekunden lang einmal rühren im Glas. Und ihr könnt auch den Finger an die Seite ranhalten, um zu sehen, dann, wann das Glas dann gekühlt ist. Wenn ihr merkt dann, dass der Finger kalt ist oder kühler ist, dann könnt ihr aufhören dann mit rühren. So, fertig gerührt. Jetzt könnt ihr dann das Glas, das restliche Glas, das ist jetzt noch ein bisschen halbvoll, einfach noch mit 2, 3 Eiswürfel auffüllen. So. Um jetzt noch eine leichte fruchtige Note dem Cocktail zu verleihen, werden wir jetzt einfach eine Orangenzeste nehmen. Diese von der Orange einfach abschälen. Den Glasrand mit der Außenseite der Orangenschale ein bisschen einschmieren, somit einfach das Glas auch einfach noch ein bisschen eine frische Orangennote kriegt. Als Spirale drehen, dass die ätherischen Öle noch ein bisschen in den Drink reinspritzen und einfach in das Glas reinlegen. Und fertig ist euer Negroni. Das war's von mir heute. Vielen Dank, Gin Gin, und zum Wohl. Bis zum nächsten Mal von der Barschule Freiburg.